Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spin Dias mit Gnichne, der hier neben mir steht, und Wesley und Benny, die hier vorne schon auf der Insel warten. Yeah. Ja. Hallo. Hallo. Ich sehe irgendein Blinklicht bei euch da hinten. Einer von euch hat Blinklicht. Ich habe Rundumleuchten, ja. Ja, genau. Die sehe ich schon am Horizont. Im Dunkeln. So, wir geben jetzt mal voll Stoff, dass wir bei euch ankommen. Am besten in dieser Folge noch. Yay. Ja, ja, meine 1,2 Tonnen Zusatzgewicht müssen erstmal in Schwung kommen. Aber wenn die rollen, sage ich dir, dann hält dir auch so ein bummeliger Fluss nicht mehr auf. Oder? Und erst recht kein Lumata, sage ich dir. So, wir sind übrigens am Fluss jetzt. Ja. Schön. Mal schnüffeln. Ich glaube, Lumatan hat da irgendwas Gefahrgut im Hänger. Was habe ich dort? Das glaube ich nicht. Das sind sensible Stoffe. Ich riech das genau im Hänger. Ich bin Fäkalienfahrer. Ach, deswegen heißt es Kotflügel, ja? Genau. Deswegen heißt das Kotflügel. Hauptsache irgendwie der Nase dran. Boing, boing, boing. Ja, aber der Gegner sollte vorfahren. Ja, genau. Jetzt hier, genau. Ja, seid schon fast so weit. Genau, jetzt. Jetzt bist du genau hinter mir. Ich sehe euch, hallo. Ja. Der Wesley sollte quasi vorfahren. Oder willst du ihn immer dann rausziehen, wenn er stecken bleibt? Ich halte mich schon mal bereit. Soll ich vor? Ja, weil sonst vor. Hätte ich vorgeschlagen, wir uns angucken, dass der Wesley... direkt, oder was? Ja, würde ich vorschlagen. Warte mal, bleib stehen. Herrlicher Wasserstand. So. Ja, erst wenn's rot okay. wird, wenn er... dann Attacke. Ja. Okay, ich habe noch keinen Wasserstand. Jetzt habe ich. Ich bin wieder raus. Ein Schaden. Zwei Schaden. Aber es läuft. Wir sind immer so verwirrt hier am Fluss. Man weiß nie. Nee, du treibst gar nicht ab, das täuscht. Ja. Standen die Räder noch rum? Die noch nicht mal so an der Ende. Wir sagen, wir bleiben direkt aneinander gekoppelt. Wie dunkel hier, Benny. Ah, Luma, komm, das kriegen wir hin. Gemeinsam sind wir stark. Jawohl. Willst du vielleicht einen Fußball kaufen? Jetzt muss ich den Witz aber auch erzählen. Nein, wir fahren schon mal jetzt weiter. Hast du die Leute alle hier heiß gemacht und jetzt haust du es nicht raus, oder was? Der geht zu lange und außerdem kann ich sowas nicht gut erzählen. Umarmen dann auf der anderen Seite und tacken weiter nach rechts, oder? Nee, stimmt, passt. Umarmen, Küsschen rechts, links? Ja, genau, Küsschen rechts, links und so, wenn wir auf der anderen Seite des Flusses sind. Auf der Insel war ein bisschen eng, glaube ich. Ja. Wie wir alle in einer Reihe. Oh, Benny hat was zu essen hinten drin. Benny, was hat... hat für euch ihn gekocht? Und das riecht aber. Das riecht aber. Ja, genau. Oh, Freunde, Geruchsfernsehen, das ist die neue Erfindung, ich sag's euch. Das riecht hier. Was willst du riechen? Oh, Bennys Anhänger, der riecht so gut. Ja, ich weiß nicht, der Junge ist halt ganz sauber heute. Der ist irgendwie. Ein Geruchsfetischist so ein bisschen, gell? Bei dir schnüffelt er auch, wenn Mama ausbricht. Nee, das Zeug, was du dir da reinhaust, ist nicht gut für dich. Hör auf damit. Das ist alles selbst gemacht. Ja. Glaube ich dir glatt. Oh, hier hat was geplatscht. Zombies hinter mir. Zombies! Was? Zombie. Ich bin angegriffen. Ich koppel dich ab. Ich lass dich zurück. Halt mal an. Nein. Nee, fahr weiter. Ab. Ich geb Gas. Ich hab Spaß. In deiner Muskel. Wir sind ja bald da, Lumatan. Wir sind ja bald da. Ja, komm. Wir haben es bald geschafft. Ja, komm fein. Bist du ein Feiner? Ja, bist du einfach. Lass dich gar nicht stören, dass die Ampel rot ist. Wir machen das schon. Willst du da mal die Verdeckung machen? Willst du mal fahren? Wollte mal fahren? Ja, wollte ich gerade sagen hier. Wenn ich weiß, Boink. Ey, jetzt hat mir Luma eine Beule gemacht, nur weil ihr stehen bleiben müsst, ne? Ja, wo wie rechts ist das Ziel? Schlappern. Wo wollt ihr denn hin? Ja, so ein Tacken weiter nach rechts, oder? Ja, rechts ist das Ziel. Da. Ja, am besten hier. Die Werkstatt freischalten, oder? Werkstatt Ziel. Werkstatt. Was willst du denn meinem Ziel? Ja, fertig. Hast du schon Holz oder was?
Brockenholz, das ist das Ziel. Ja. Klasse, komm, ich koppel mich jetzt hier ab da. Ich bin weg hier, Freunde. So nicht. Ja, Luba geht jetzt zum Ziel. Schickt uns um eine Hütte hin. Fährt selber zum Ziel. Ach du Scheiße, hier ist was. Wie war der Name nochmal für dieses ich sehe mich jetzt zurückfedern. Ja, absolut, ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Mit gestrichelten Weiß in der Mitte. Was Straße, ist das denn? Oder? Straße heißt es, glaube ich. Irgendwas, oder? Nee, das hieß anders. Das hieß irgendwas mit S. Langweilig. Langweilig heißt das. So ist Luma. Da kann ich auch eine ganze Stunde lang rumfahren. Ich bin auf der Straße, ganz chilly, Vanilli. Ja, das macht nach einer Stunde auch noch Spaß im Kreis. Wir fahren jetzt wahrscheinlich dann auch noch an der Werkstatt vorbei, gell? Wer will jetzt freischalten, du oder ich, Luma? Ich mach. Ja, mir ist das egal. Du kannst auch ruhig freischalten. Ich kann schon mal Holzanhänger dranhängen. Was ist denn hier mit Verdeckung? Luma. Was denn? Was für Verdeckung? Verdeckung. Ja, rechts ist Verdeckung. Ja, geh doch mal dahin. Ich glaube, wir haben da Erfahrung gesammelt. Ja, dann fahre ich mal dahin. Das schaffe. Benizona hat viel Wertschöpfung da eingesetzt. Yeah. Nicer Dicer, würde ich mal verraten hier. So, was brauchen wir jetzt? Und scheint irgendwie ein bisschen was von Weg reinzugehen. Wo müssen wir jetzt hin? Zur Verdeckung. Wo müssen wir jetzt hin? Ich hab keine Lust mehr. Wann sind wir da? Ja, ich gehe mal ganz kurz zur Verdeckung und dann bin ich gleich wieder bei euch. Tschüss. Ja, haust du. Ey, das war's nicht. Oh, ich liege. Komme. Kann mittellange Stämme 6 Punkte und Langholz kann er auch. Mittellange 6 Punkte? Ne, 4 Punkte sind das doch, oder nicht? Ne, mittellange gibt 4 und Langholz kann er aber auch, das sind 6 Punkte. Er kann Langholz? Ja. Ja, nice. Dann würde ich sagen, 3 Mann Langholz und einer Versorgung. Ne, warte mal, jetzt brauche ich ja. Hab jetzt bloß das Aufliegerteil, jetzt brauche ich quasi noch das andere Endstück. Dann kann er doch kein Lang. Ne, Lang. Der kann der. Kann der Langholz? Nee. Warte mal. Meine aber auch nicht. Das ist zwar da in der Liste mit drin, aber das heißt nicht, dass du es anbauen kannst. Diese ganzen Viecher hier wieder so laut. Ja, sind Frösche. Oh, da genießt man gerade schön das Motorschnurren und dann kommt da so ein. Langer Holzanhänger, Langholz 6 Punkte, könnte ich mir anbauen. Ja, dann hau dran das Teil. Ja, ist schon dran. Und Straßenräder machen wir auch noch dran. Absolut. Wir fahren jetzt gleich wieder Offroad. Nein, jetzt fahren wir nur noch Straße. Ja. Nee, hast du mal geguckt, unten ist auch ein Ziel, da müssen wir nochmal durch den Fluss. Durch. Wir fahren nur noch Straße. Wenn es von der Straße abgeht, liefere ich das nicht ab. Wie ging das mit dem Anhänger einklappen? Auf V. Die letzte Lieferung, die ich bekommen habe, da hat auch gesagt, ich bin nur bis Bordstein zuständig. Was war das denn, Benni? Keine Ahnung, der liegt auf der Seite. Aber jetzt musst du den abbauen und neu ansetzen. Du musst genau exakt gerade stehen, sonst geht das nicht. Ich helf dir. Hey. Yeah. Ja, Wolski. Dankeschön. So, Freunde. Attacke. Ja, soll ich auch noch was mitnehmen oder bleib ich immer noch hängerlos? Du bleibst, glaube ich, noch hängerlos, oder? Absolut. Warte mal. Wir müssen insgesamt wie viel 16 Holz abliefern. Das sind 3 Leute, die 6 3 Leute Langholz und ein Versorgungsfahrzeug. Denk nicht, nett. Wenn du willst, kannst du dir noch Werkstattpunkte dranhängen irgendwie. So, hörst du mal auf, mich wegzuschieben? Was ist denn falsch mit dir? Hey, wieso? Wir brauchen doch keine Werkstattpunkte mehr. Reparatur meinst du, ja. Ja. Werkstatt, Kurzholz. Weil 1200 Sprit reicht da, denke ich mal. Wo müssen wir eigentlich danach dann rechts hin jetzt? Rechts. Was soll ich dann nehmen? Ja, Holz. Oder wer möchte Versorgung machen? Wenn der nicht ich habe jetzt Reparatur.
Dann nimmst du auch mittleren Holz an, Auflieger, und dann in den Langholz. Nee, können wir doch an der nächsten. Ja, können wir auch. An der nächsten Werkstatt. Ja, können wir. Ja, was soll ich dann nehmen? Erstmal kein Zusatzgewicht, oder? Da nichts? Also ein 1200 Liter Tank und den machst du voll. Ja, voll bis Anschlag. Kann ich nicht. Tankwagen. Hat der. Ja, dann hast du noch irgendwas aufgebaut, was das im Weg. Lol, der Hänger hier hinten ist halb leer, da kann ich noch Kurzholz mit draufschmeißen. Was soll denn der Müll? Meinen egoistischen Teamkollegen warten bitte. Was? Nix. Ey, ich fahr nur schon mal vor. Was ist denn? Oh, warte das, mal. Ich dachte, die ganze Benny ist vor mir. Da bin ich. Platz da! Kommt er kommt wieder angerast, ja, Platz da! Wo bist du? Lass mal ein Wesley vorbei! Ich mach das schon! Ich fahr hier Schlangenlinien, ich lass ihn nicht durch! Sehr gut! Schieß ihn gegen die Bäume! Ich hab gar nicht auf die Karte geguckt, ich folge einfach mal der Straße, muss man irgendwann rechts abbiegen? Nee, ich folge auch nicht. Ach, wir sagen einfach nicht Bescheid, wenn wir abbiegen, und dann läuft das. Das hier ist ein Kreislauf, also irgendwann wirst du eventuell merken, dass Oh, was ist denn das für ein Verschlag hier? Ich glaube, da ist Nagel rausgeflogen. Ja, das Knusperhäuschen ist das. Da wohnt der Hexe. Essen? Ja, Essen. Lebkuchen. Gibt's auch Popcorn? Siehst du eine Hexe, eine böse, dann steck dir eine Bombe in die. Ja, genau. Den Rest ich treib dich auf Uschi. Wie bitte? Nichts reimt sich auf Uschi. Hüpf. Oh, guck mal. Hüpf. Nicht eine Uschi. Uschi, ist eine direkte Verdeckung. Siehst du? Nicht eine Uschi. Kümmer dich mal. Na hier. Was hast du jetzt? Sushi? Uschi? Du sagst, nichts reimt sich auf Uschi. Warte mal, wo ist denn hier, wo sind denn die? Warte mal, ich muss mal Kappe, ja. Warte, Kompass. Platz da. Platz da. Noch. Platz da. Was willst du? Hab einen Fluss gefunden. Ja. Yeah. Achievement Alter. Alter. Yes. Dass diese Achievement immer so leise sind, das ist so schön, ne? Ja, ne? Man könnte also stell mal vor, die werden übelst laut. Das wär hardcore, wenn die noch laut wären. Stell dir das mal vor. Absolut. So, wo sind wir denn mittlerweile gelandet? Da vorne. So, warte, muss ich da rechts. Holz Auflieger und dann. Hier sind aber Kieselsteine. Langer Holzanhänger. Ja. Okay, sehr gut. Und dann drücke ich V und dann mache ich Hänger einfahren. Bäm! Bäm! So, jetzt habe ich den hier auch mal freigeschaltet, den C255. Das meine ich. Hattest du die Verdeckung frei? Absolut. Absolut. Gab's dafür nicht den Erfolg? Stammausgabe. Hier gibt es so viele Stammausgaben, wo müssen wir hin? Zur Holzausgabe. Ich kann den mittleren Holzanhänger nicht nehmen. Nee, du brauchst ja auch den Langholz. Du brauchst den Holzauflieger und Langholz ist, glaube ich. Ja, 6 Punkte. Ja, reicht doch. 6 Punkte. Ich kann den nicht nehmen, nicht verfügbar. Dann hast du noch irgendwas anderes angebaut. Ja, du musst auch erst den mittleren Holzauflieger drauf machen. Ja, den kann ich ja nicht nehmen. Warum nicht? Verfügbar. Was hast du angebaut? Mach doch mal alles weg. Ja. Ja. Dann holst du dir jetzt... alle hier Nein, drin. Das ist der falsche. Dann holst du jetzt einfach fast ganz oben Holzauflieger, dritte von oben Holzauflieger und dann kannst du langer Holzanhänger dranhängen. Nein. Doch. Nein. Dann hast du irgendwas noch anderes angebaut. Oder stehst du nicht in Position? Mal dafür in Position stehen? So. Ja. Ich mach mal Platz.
Ich mach mal Platz. Nee, immer noch nicht verfügbar. Ey, dann hast du irgendwas falsch. Hast du nichts anderes angebaut? Auch keine Ersatzräder, kein Bügel, keine Leuchten, alles wegmachen. Komplett nackig sein. Ja. Und dann den Holzauflieger, der dritte von oben, nicht der mittlere Holzauflieger. Der Holzauflieger. Der normale Holzauflieger. Das dritte von oben. Ja, den hat er. Hab ich. Und jetzt langer Holzauflieger. Nein. Kann ja gar nicht sein, du hast dasselbe Auto wie wir, bei uns geht es eigentlich. Kannst du denn irgendwelche anderen Holzanhänger noch dran zimmern? Ja, mittleren Holzanhänger. Brauchen wir denn unbedingt einen langen? Ja. Ja. Ansonsten musst du auch noch einen mittleren nehmen. Hey, du musst doch den Holzauflieger und den langer Holzanhänger. Das ist der sechste von unten. Würde ich sagen, ansonsten wechseln wir, dann gucke ich, ob ich den kriege, aber dann haben wir 1200 Liter weniger, ne? Ja, der Tank ist jetzt einmal voll, das ist das Problem. Aber wir gehen ja, kommen ja gleich nochmal an Kraftstoff vorbei, also wir könnten nochmal wechseln. Weißt du, du hast aber Auto hast du noch nicht gewechselt, du hast noch dasselbe, oder nicht? Ja. Dann muss das gehen. Steht denn dann nicht in Position, kommt da irgendein Fenster oder irgendwas? Zusatzbeleuchtung, oder was? Nein, alles weg, nur den Holzauflieger, sonst nix. Der dritte von oben. Nee, du baust da gerade irgendwas anderes schon wieder dran, ne? Du hast da irgend so eine Ladefläche, irgendwas doch, du hast da gerade was dran gemacht. Mach mal Holzauflieger drauf. Bei mir ist er jetzt gerade vollkommen nackig. So. Und jetzt? Genau. Langer Holzanhänger. Nein. Kann ja nicht sein. Geht nicht. Kann ja gar nicht sein. Nicht. Warum nicht? Das wüsste. Bin ich Punkte? Da braucht man keine Punkte für. Guck mal, ob du wenn den Überrollkäfig, wenn der, weil den haben Luma und ich auch. Vielleicht ist der ja erforderlich. Nee. Kabinenschutz. Mach den mal drauf. Ja, hat er schon. Jetzt? Also ich habe nur Ersatzrad, Zusatzbeleuchtung, Kabinenschutz, ja, und dann die zwei Dinger. Wie gesagt, Alternative wäre... Oh, man halt, braucht eine Zusatzbeleuchtung. Ernsthaft? Ja. Ach du Scheiße. Echt, ey, muss man auch mal wissen, oder? So, wie fahre ich das Ding ein? V drücken und dann einfahren. V und dann 3. Ein Kuddelmuddel hier. Also, so! Wir haben es geschafft. Das wär's gewesen. Am Ende der Folge. Wesley hat einen Hänger. Yay. Ja, ich hab wirklich einen Hänger. Ja. Aber also, sowas Freunde, von. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, dann schnappen wir uns gleich mal Holz hier, ne? Ja. Also, tschüss. Holzi, Holz. Ja, ciao. Tschüss.